Richtig düngen. Frisch eingepflanzte Pflanzen. Diese sollten im Frühjahr erst 3 Wochen nach Austrieb gedüngt werden. Dies gibt den Pflanzen Gelegenheit, sich in ihrem Boden fest zu verwurzeln. Der Dünger wird oberflächlich ausgebracht und am besten leicht eingearbeitet. Vorzugsweise sollte die Düngerzugabe vor einem Regenschauer erfolgen, denn so wird versehentlich auf das Blatt die Nadel gestreuter Dünger gleich abgewaschen. Eventuell muss stattdessen nachgegossen werden. Fest verwurzelte Pflanzen, die schon mindestens ein Jahr im Garten stehen. Diese Pflanzen können mit Austrieb im Frühjahr gedüngt werden und zu Johanni Ende Juni bis Mitte Juli noch eine zweite Düngerzugabe erhalten. Topf- oder Kübelpflanzen. Hier rechnet man 3 bis 5 Gramm pro Liter Topfinhalt bei normalem Nährstoffbedarf und 5 bis 7 Gramm pro Liter Topfinhalt bei den sogenannten Starkzehrern. Hier ist ein Langzeitdünger vorteilhaft. Er wirkt über das ganze Jahr. Nur die Wachstumszeit der Pflanze wird hier gerechnet, 5 bis 6 Monate. Dies sind nur ungefähre Angaben. Die Dosieranleitung der Packungsbeilage sollte natürlich beachtet werden. Die Aufwandmenge bei Gartendüngen richtet sich stark nach dem Nährstoffgehalt der einzelnen Dünger und wird in Quadratmetern angegeben. Hier sind die einzelnen Dosieranweisungen zu beachten. Häufigkeit der Düngung. Sie ist ebenfalls stark abhängig vom angewandten Dünger. Einige wirken schnell und sind nach 6 bis 8 Wochen verbraucht. Andere wirken langsamer und halten damit auch länger. Neu entwickelte Dünger besitzen eine schnelle und hohe Anfangswirkung und sind zudem auch langwirkend. Der Düngebedarf ist immer abhängig von der Witterung, denn bei warmwüchsigem Wetter benötigt die Pflanze mehr Nährstoffe als bei kalter Witterung. Welcher Dünger ist der richtige? Die Hersteller haben verschiedene Dünger entwickelt, die genau dem Bedarf der jeweiligen Pflanze entsprechen, zum Beispiel Rosen, Rhododendron, Rasendünger und viele mehr. Diese sind den einfachen Volldüngern vorzuziehen, da bei diesen eine höhere Auswaschungsgefahr besteht. Das bedeutet auch, Nährstoffe können ins Oberflächenwasser oder sogar ins Grundwasser gelangen, wobei der Volldünger natürlich universeller einsetzbar ist. Letzte Düngergabe. Die letzte Düngergabe sollte spätestens Mitte Juli, also im 7. Monat, erfolgen. Gemeint sind hier einfache mineralische Dünger, auch Volldünger, wie zum Beispiel das klassische Blaukorn. Dies gilt natürlich nicht bei Langzeitdüngern. Hier liegt der Termin früher, je nach Wirkungsdauer. Der Dünger sollte seine Wirkung Ende August bis Anfang September verlieren. Dies ist deshalb wichtig, damit die Triebe zum Herbst oder Winter ausreifen können und keinen Frostschaden erleiden. Bei empfindlichen Gehölzen wird im August zum Teil sogar extra ein kalimagnesiumhaltiger Dünger gegeben, um die Ausreife zu beschleunigen und das zu gewährleisten, zum Beispiel bei der Rostkastanie. Dies ist im Garten aber nicht der Fall, sofern man rechtzeitig das Düngen einstellt. So, wir hoffen, dass du aus diesem Video noch etwas neues Wissen mit in den Garten nehmen kannst und dass es dir gefallen hat. Über ein Like und Kommentar würden wir uns sehr freuen. Und wenn du kein Video mehr verpassen möchtest, dann empfehlen wir dir zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal!